Mit dem vergangenen Jahr war die chemische Industrie in Baden-Württemberg nicht zufrieden. Nur um 0,2% stiegen die Umsätze der Chemie-, Pharma- und Lackunternehmen. Auf der Wirtschaftspressekonferenz in Stuttgart haben die Verbände die Lage bewertet und einen Ausblick gegeben. Thomas Meyer, Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände, dazu. 2016 war nicht spektakulär. Wir haben einen Umsatzfortschritt von 0,2% erzielt. 2017 wird besser. Umsatz und Produktion werden steigen. Die Chemieverbände kritisierten den Gesetzentwurf für das geplante Entgelttransparenzgesetz. Für Marco Scheib, den Vorsitzenden der Chemiearbeitgeber im Land, ist ein solches Gesetz überflüssig und schädlich. Statt die Unternehmen zu gängeln, sollten die Rahmenbedingungen für mehr Familienfreundlichkeit verändert werden. Wir Arbeitgeber haben ein Interesse, und das ist es, dass wir unsere Mitarbeiter leistungsorientiert entlohnen wollen und nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien. Im vergangenen Jahr waren die Auslandsumsätze der Chemie wieder einmal stärker als die im Inland gewachsen. Inzwischen ist ihr Anteil auf 61% angewachsen. Das ist überdurchschnittlich, auch für das Exportland Baden-Württemberg. Der VCI-Vorsitzende Peter Dettelmann schaut daher mit Sorge auf die Haltung der USA und Großbritanniens zum freien Warenverkehr. Dettelmann ist vom Freihandel überzeugt. Wir brauchen den Freihandel. Für die Exportnation Deutschland ist er unverzichtbar. Genauso für ein Land wie die USA. Unterm Strich sieht die chemische Industrie das Jahr 2017 verhalten positiv. Die Mehrheit der Unternehmen in Baden-Württembergs Chemie will im laufenden Jahr seine Produktion ausweiten und wie im Vorjahr investieren. So erwarten die Chemieverbände für das Gesamtjahr 2017 ein leichtes Umsatzplus in der Branche.